einer neuen Verpackung geht eine mehrjährige intensive Produkt- und Verpackungsentwicklung voraus. Im Jahr 2019 wurden die ersten zwei nachhaltigen Verpackungstypen realisiert. Paperlight mit 60% weniger Kunststoff und Paperboard mit 70% weniger Kunststoff. Seit 2020 ist die Ernst Sutter AG mit PaperSeal am Markt. Dieser Verpackungstyp kommt sogar mit 80% weniger Kunststoff aus. Die Verpackungslösungen der Ernst Sutter AG bieten eine Vielzahl an Vorteilen gegenüber herkömmlichen Verpackungen. Insbesondere bei PaperSeal gehört neben dem um 80% reduzierten Kunststoffanteil die Recycelbarkeit der Kartonschale dazu. Diese ist mit einer hauchdünnen Kunststofffolie ausgekleidet, die sich mühelos komplett vom Karton ablösen lässt. So lassen sich die Materialien sauber voneinander trennen und die Kartonschale kann dem Recycling zugeführt werden. In der Produktion am Standort in Batzenheid sorgen rund 300 Mitarbeitende an modernen Anlagen für die Herstellung verschiedenster Frischfleischprodukte wie beispielsweise Steaks, Geschnetzeltes oder Hackfleisch. Nachhaltige Verpackungen haben einen hohen Stellenwert für den Handel, denn der schonende Umgang mit Ressourcen hat in den letzten Jahren insbesondere bei Lebensmittelverpackungen stark an Bedeutung gewonnen. Nachhaltige Verpackungen sind ein großes Thema bei Kunden und werden auch entsprechend nachgefragt.